Ihr Kinderauto Jeep Wrangler fährt nicht? Für die Prüfung der folgenden Bauteile benötigen Sie diese Werkzeuge: einen Kreuzschraubendreher, einen Schlitzschraubendreher, das Bordwerkzeug und ein Multimeter. Als erstes prüfen Sie die Batterien. Öffnen Sie hierzu die Motorhaube des Fahrzeugs. Prüfen Sie, ob alle Stecker und Kabel an der Batterie angeschlossen sind. Ermitteln Sie die Batterieruhespannung mit einem Multimeter, indem Sie die Messspitzen an den Plus- und Minuspol der Batterie ansetzen. Achten Sie hierbei darauf, beide Batterien zu überprüfen. Hier sollte ein Wert von jeweils über 12 Volt herauskommen. Falls sich die Batteriespannung unterhalb 12 Volt befindet, prüfen Sie diese unbedingt noch auf Belastung. Hierzu heben Sie die hinteren Antriebsräder hoch und messen Sie erneut die Batteriespannung beider Batterien mit dem Multimeter. Drücken Sie den Gaspedalschalter und lassen Sie die Räder drehen. Bricht der Wert unter 10 Volt, müssen Sie die Batterie tauschen. Ist die Batteriespannung ausreichend oder bekommen Sie hier keine Werte, so müssen Sie als nächstes die Sicherung auf Widerstand prüfen. Entfernen Sie beide Kabel der Sicherung. Machen Sie eine Widerstandsmessung mit dem Multimeter. Ist der Widerstand nahezu null, so ist die Sicherung in Ordnung. Ist der Widerstand sehr hoch oder unendlich, muss die Sicherung getauscht werden. Um den Lenkmotor zu überprüfen, messen Sie diesen im eingebauten Zustand. Lösen Sie die Kabelverbindung des Motors. Der Stecker hierfür befindet sich am Steuergerät. Führen Sie eine Widerstandsprüfung durch. Hier sollte ein Messwert von ca. 4 bis 8 Ohm herauskommen. Sind die Batterie und die Sicherung in Ordnung, kann davon ausgegangen werden, dass das Steuergerät defekt ist. Lösen Sie hier die Verschraubungen des Steuergeräts und stecken Sie die Stecker ab. Der Einbau des neuen Steuergeräts erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau. Anschließend können Sie die Motorhaube wieder schließen. Möchten Sie die Antriebsmotoren überprüfen, stecken Sie hierfür einen Stecker des Antriebsmotors ab und machen Sie eine Widerstandsmessung mit dem Multimeter. Halten Sie die Messspitzen auf die Kabelenden des Motors. Der Widerstand sollte ca. 0,2 bis 1,5 Ohm betragen. Ist ein Rad abgefahren oder defekt? Dann entnehmen Sie die Radkappe und lösen mit Hilfe des Bordwerkzeugs die Sicherungsmutter. Nun kann das defekte Rad abgesteckt werden. Der Einbau eines neuen Rades erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau. Startet das Fahrzeug nicht oder ertönt über das Radio kein Sound? So kann es sein, dass die Armatur defekt ist. Hebeln Sie diese vorsichtig aus der Führung, um die Steckerkontakte zu überprüfen. Sollten Sie einen Fehler finden, stecken Sie die Kabel wieder zusammen und machen Sie eine Funktionsprüfung. Haben Sie einen Defekt? Dann tauschen Sie die komplette Einheit aus. Der Einbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge zum Ausbau. Wollen Sie das Lenkrad tauschen? So müssen Sie die Kreuzschlitzschraube am Lenkrad herausschrauben und das Lenkrad vorsichtig herausziehen. Stecken Sie den Stecker ab und bauen Sie das neue Lenkrad in umgekehrter Reihenfolge ein. Um das Ladegerät zu prüfen, stecken Sie dieses in die Steckdose. Stecken Sie eine Messspitze Ihres Multimeters in den Mittelkreis der Ladegerätebuchse und die andere Messspitze auf die Außenseite der Buchse. Hier sollte der Messwert mehr als 12 Volt Gleichspannung betragen. Viel Spaß mit dem zuverlässigen Jeep Wrangler!